Hey Leute, ich habe hier ein Huawei P30 Lite und das funktioniert einwandfrei. Aber wie man hinten sieht, ist die Kamera kaputt, also eher das Kameraglas. Das heißt, Fotos sehen in etwa so aus. Nicht zu genießen. Und deswegen will ich mal in diesem Video probieren, das Kameraglas für unter 7 € zu tauschen. Wenn das funktioniert, verlinke ich euch die Ersatzteile in der Videobeschreibung. Ich zeige euch mal das Ersatzteil. Und zwar ist das hier dieses kleine Glas. Das hat irgendwie 6 oder 7 € gekostet. Ich habe hier so eine ESD-Matte. Braucht ihr aber eigentlich gar nicht. Und ich habe hier so eine kleine Heißluftpistole. Aber ja, ich denke mal, ein Haartrockner reicht auch aus. Und ja, let's go. Leute, das ist übrigens kein Tutorial, sondern einfach ein Versuch. Ich werde das jetzt in Zeitraffer hier hinstellen und dann probieren. Und deswegen, ja. Dieser Glastausch ist jetzt abgeschlossen. Es sieht eigentlich wieder relativ gut aus. Das hier ist Dreck drumrum. Ja, die Kamera funktioniert wieder deutlich besser, wie man das hier so sieht. Aber es ist hier unten so ein schwarzer Punkt, der geht nicht weg. Aber es ist trotzdem deutlich, deutlich besser wie vorher. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe auch noch andere Reparaturvideos hochgeladen und guckt ihr euch gerne an und ciao.